findet voll witzig irgendwie, dass sie ihr so ein Outfit geben können irgendwie. Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Passt doch aber viel besser irgendwie, so der Look. Okay, Leon. Als so diese Pulloverchen und... Na, siehst du, er hat die Sporttasche vergessen. Deswegen kommt er nochmal. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Granate heißt für mich jetzt mal das Zauberwort. Schön. Das ist ein Motorola. Razer oder was? Das war brandneu. Das ist jetzt kaputt. Ah, schau mal. Jetzt können wir halt diese Tag-Team-Action machen hier. Die Leiter. Ich? Okay. Ist da eine Kettensäge hinten drauf? Okay. Dankeschön. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Stimme ist schon mal cool von ihr. So stellt man sich die Tochter des Präsidenten vor. Rebelliert gegen Daddys Politik. Mit dem Auftreten. Ja, absolut. Das ist doch mal, was ist Rebellion? Minenaufsätze. Oh, Benny, guck mal, wir haben die Minenaufsätze. Oh, geil. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin noch nicht so richtig... Die fette Ratte da vorne. So, jetzt könnten wir die Minenaufsätze benutzen. Hat er. Hat er. So, und hier vorne haben wir noch eine Kiste. Was wird wohl drin sein? Was? Accessoire, Brille, Wellington. Und ein goldener Jeton. Was zur Hölle? Was? Was ist denn das jetzt? Können wir jetzt, Moment. Ashley Accessoires. Ach, schön. Die Brille Wellington. Wie sieht denn das aus? Ashley, zeig her deine neue Brille. Das ist, ein bisschen, das ist mir jetzt so drüber. Das, oh Gott. Alter. Ach, interessant, dass man sowas findet, Alter. Okay. Können wir denn hier ansonsten noch irgendwas machen? Nehmen wir eine Tonnengewölbe. Was sagt die Karte? Können wir da raus, ne? Los, Ashley, auf geht's. Hui! Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Ah, so gehen auch immer lustige Videos los. Hey, vertrau mir. Man muss auch sagen, Ashley ist so ein bisschen in Leon verknallt. Naja. Danke. Blendgranate. Siehst du so hinten runterfallen so? Verstanden. Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich dachte, du fängst nicht. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin. Entschuldigung. Pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. So. Das Wetter wird schlechter. Ja. Ende. Darauf kommt's an, weil das Wetter schlechter wird. Kann ich dir irgendwie Befehle geben? Bleib, stehe, halte, warte. Aus der Kirche entkommen. Wo müssen wir hin? Wir müssen... hier hin. Da ist der Bergungsort. Ach, das ist doch... Oh Gott, wo sind wir? Wir sind hier. Ach du Schande. Holy moly! Und hier haben wir noch... Wie gesagt, das ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Können wir das zusammen verrücken? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Sie ist nicht so laut. Was? Was?
Wieso nicht so laut? Was hat er gemacht? Gelacht? Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Control. Okay, zwischen enger. Na gut. Okay, alles klar. Zwischen enger und loser Formation lässt sich immer. Mhm. Ja. Okay, ist sicher. Zu mir. Okay, du kannst. Moment. So, dann schauen wir noch mal. Ja, super. Das ist gut. Cool wäre, wenn wir die auch herstellen könnten. Können wir... Achso, die Granatdinger? Ja, ja, genau. Die Aufsätze. Was denn jetzt? Es geht los. Bleib hinter mir. Diese Leute sind doch nicht normal! Kommst du zu mir oder was? Nein, warum hat er denn jetzt hier plötzlich die... Na, sag mal. Ach, echt? Scheiße. Aufs Haus. Schade. Schade, schade. Das wird laut. Oh. Also, das ist der geilste Move. Keine Patronen mehr. Oh, das ist jetzt irgendwie uncool. Leicht unkoordiniert. Oh shit. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier... Mach schnell, mach schnell! Gerade, sorry, dass das jetzt gerade so ein bisschen komisch ist hier. Oh, echt jetzt. Na, das war nicht schön gelöst. Sorry. Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Haben wir jetzt, Moment, mal kurz überlegen. Haben wir jetzt tatsächlich ein neues Messer wieder am Start? Wie, wo? Na, weil ein Küchenmesser wart jetzt tatsächlich nicht, weil das ist jetzt beim ersten Mal nicht gleich kaputt gegangen. Aber du hast es doch gar nicht repariert, oder doch? Nee, eigentlich nicht, deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert. Aber sieht wie ein Küchenmesser aus. Küchenmesser. Hm. So, mal schnell nachladen. Ah, ist nicht viel Munition hier. Ist nicht viel da. So, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Was haben wir? Was können wir? Wir können sogar Minenaufsätze machen. Das können wir sogar tun. Aber wir haben nicht das nötige, den nötigen Rohstoff. Warum habe ich denn vorhin nicht die Blendgranate hier noch gemacht? Ich bin doch wirklich... Ein Schlumpf. Ein Schlumpf. Zack. So, da vorne ist noch einer. Hierher! Okay. Wir laden eh einfach mal alles kurz durch. Geht doch. Ja. Geht doch.
Warum ist sie denn so? Okay, müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier war noch nämlich hinter uns noch irgendwo da oben ein Schatz. So, und es ist ein Smaragd. Wie geil. Benny, wir haben einen Smaragd gefunden. Dash ist mal super. Dash ist mal super, dann, also da geht ja nichts. So. Okay, wir brauchen tatsächlich auch zwei dafür. Nein. Cool. So, die, warte mal, die 6000 Pesetas wert. Das ist halt die Frage. Haben wir noch was anderes? Wo war das? Nee, was rundet haben wir nicht noch weiter, ne? Was wir einsetzen können. Ne. So, dann geht die lustige Reise weiter. Ja. So, ich hoffe nicht, dass mir der Kettensägenknilchen noch mal entgegen kommt, weil jetzt so mit Ashley zusammen ist das nicht geil. Oh, schön. Was denn? Was ist denn los? Komm, wirf einen Blick drauf. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Okay, wir verkaufen erstmal. Schmetterlingslampe. Und im Grab bringt dir deinen besten Dank. Ah, die Red 9. Oh, die Red 9 ist wirklich, die ist eine gute Waffe. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fred? Schulterstütze kann montiert werden. Die macht wirklich übelsten Damage. Vom Schaden her. Ja, musst du sagen, was du jetzt wählen willst? Naja, hat Vorteile, hat Nachteile, ne? Irgendwie, du kannst halt, du hast halt nicht so viel Schuss. Aber die Schuss, die du hast, die machen auch Spaß. Also, die hauen rein irgendwie. Kann man sie auch cooler machen, wenn wir ihr die Klamotten tauschen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, was so als alternative Klamotte noch da war für Ashley, war jetzt nicht geil. Jetzt sah es irgendwie nicht so schön aus. Wir können gerne, wenn ihr wollt, in der nächsten, zwischen den nächsten Kapitel gerne mal die Klamotten von ihr wechseln ins normale irgendwie oder ins klassische Outfit. Das hier mit Seidenblüschen und so, das lassen wir mal irgendwie. Also, das möchte ich nicht. Das sieht ja schrecklich aus. Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Na doch, die Red 9. Ah, die Wahl eines Fachmanns. Das ist eine nette Pistole, Fremder. Das ist eine nette Pistole. So, das wäre fast nicht zum Aushalten, wenn wir vielleicht noch uns eine Schulterstütze holen. Für, ach, das ist die TMP. Für die TMP. Mmh. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, okay. Aber könnten wir nicht noch hier ein Dings tauschen? Hier diesen viereckigen Stein, um das eine Schmuckstück fertig zu kriegen, um zu verkaufen? Ja, die Frage ist halt nur irgendwie, ob das von den Spinels, ob sich das lohnt, irgendwie für etwas zu kaufen, was du sofort wieder verkaufst, irgendwie. Also das gelbe Ding haben wir auf jeden Fall 7000 wert. Das war schon probier krass. Mal, wie sich das anfühlt. Ja. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Setz mir hier noch einen rauf. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft. Stirb mir. Gut, dann machen wir das mal schnell. Setzt man ihn ein. Wert. Da draußen nicht weg. Willkommen. Oh, okay. Was kann ich dir Gutes tun? Nee, nee. Ein hervorragender Deal. Okay. Okay. Komm jederzeit wieder. Come back anytime. So, jetzt würde ich natürlich die irgendwann mal loswerden wollen. Und da sagen wir mal schnell. Du kannst die doch einlagern, oder? Die andere.
Die andere kann ich einlagern, genau, richtig. So, Nummer 1. Oh Gott, was haben wir denn hier schon wieder? Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, die im Dorf hier sein Unwesen treiben. Er sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte also leicht zu identifizieren sein. Ach, das hatten wir doch. 8 Spinellen kriegen wir dafür. Das ist ja ordentlich. Hey, können wir eine Pause machen? Was? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. Oh Gott. So, schauen wir mal. Geh etwas zurück. Ja. Da hinten laufen sie doch schon wieder rum, alle. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Drei Kopfschüsse sind immer noch too much, finde ich, irgendwie. So. Mann, ihr Penner, Alter. Geh mal weg hier. Wann das für ein Wurf? Der war irgendwie scheiße. Was war denn das jetzt gerade? Ich sag mal, wie das mir jetzt nicht gut. Jetzt erstmal ein Ei essen. Ich stelle mich gerade an, wie der wirklich. Es tut mir ganz doll leid. Wie der letzte Obernoob hier, ey. Geil. So. So, irgendwo ist Hundi. Achso, warte mal. Wir könnten jetzt tatsächlich erstmal versuchen, an den Schatz hier vorne ranzukommen. Wir sind jetzt wieder am Dorf? Ja, ne? Ja, wir sind wieder am Dorf. Komm. Alles klar. Kletter mal hier hoch. Warum? Wieso? Will ich nicht. So, Arschlägen, du machst mich auf, okay? Hier welche drin? Ich höre sie doch irgendwie. Okay. Hast was gut. Voll gut. Hat er das Nachladen jetzt abgebrochen oder was? Nee. Das ist eine ziemlich schöne große Truhe. Eleganter Ach, okay. Da sind eine Menge Sachen einzusetzen. Lass mich mal kurz sehen. 2 Stück. Nice. Da hätten wir doch so. Tada! 13.200. Okay. So, gibt's hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Wo kommen diese Stimmen her? Wer dies, wo ist es from? No. Echt jetzt? Glück ist jetzt nicht mit mir hier, muss ich feststellen. So, wie immer außen lang vielleicht? Okay, dann gehen wir durch.
Ich werde mich sowas von erkälten. So, ihr macht hier oben eure Party. Man muss anscheinend ja nicht schleichen unbedingt. Muss einfach nur schnell sein. So, Ashley, dann komm mal mit. Ja, das Regen. Ist eigentlich jetzt hier... Ich hab keinen neuen Loot hier, ne? Also sind zwar ein paar Fässer und so stehen ja neu da, aber ansonsten wartet eigentlich. Waren was anderes hier nicht, oder? Okay. So, mal schauen, wie der Bauernhof aussieht. Das ruft ja neulich fast auf. Das ist doch alles nicht wahr. Okay, hier müssen wir uns auch wirklich nochmal wieder durchschnetzeln komplett. Das ist ärgerlich. Okay, Alter, es regnet. Man muss doch jetzt aber nicht ständig immer so... unverhältnismäßig. Ach Mann! Ich sag ja, mein scharfschönster Wehr kann ruhig ein Bajonett vorne dran haben. Es lohnt sich, es lohnt sich. So, das ist noch so ein Zeisig. Das nimmt überhand irgendwie jetzt, war mit diesen Parasiten. Ah, schon viel. So, Schweini, Kuh, lass mich mal vorbei. Ja, schön. Ach, schon wieder so ein Kuhmann. Na komm, nachladen. 3 Schuss nur noch. Oh shit. Ich krass, nehm schon Munition. Echt jetzt, Alter? Oh cool. Oh, möchte der coole tun. Ein Smaragd. Ach Gott, Alter, ich asi mit der Moon rum. So, ich sehe einen Händler hier. Hallo, was ist los? Das ist aber interessant. Welcome. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ja, für dich ist hier Hallöchen. Das kannst du uns mal abnehmen. Ob Rubine oder besten Dank. Besten Dank. Da haben wir schon, ah, TMP könnten wir kaufen, aber das macht keinen Sinn. Ich will nicht wissen, was er der Kuh antut. Naja, das ist halt, er hat ja nicht umsonst so eine Maske auf, ne? Vielleicht denkt er halt einfach, was zu erledigen hast, dass er vielleicht heute das große Löffelchen sein darf. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen. Ist das eklig. Richtig. Einfach nur. So, okay, das ist immer noch der Weg, genau. Oh, warte mal, hier ist noch... Haben wir noch einen kleinen Schlüssel? Benni, haben wir einen kleinen Schlüssel noch? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Schade. Los, komm. Okay. Hey, hier drüben!
Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ah, ich entsinne mich. Oh, das war eine fiese Szene. Du. Jetzt könnte noch mal ein Moment für Old Coffees kommen. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Luis. Das wäre geklärt. Encantado. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Wenn das so ist, hier, hilf mir. Ashley, schnell. Geh. Benny, du entsinnst dich der Szene? Ja, okay. Jetzt wird's witzig. Spielen wir. Das Schlimme ist halt wirklich, dass sie halt echt alle Power haben, irgendwie. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Ja, quatsch ja noch weiter so eine Scheiße hier. So, gib das mal her, Bretter. Okay, wir können Bretter nehmen. Ja, ja, halt die Klappe. Dann kannst du losgehen. Interessant, man kann jetzt verbarrikadieren, das ist noch neu. Und du hattest sogar noch einen Schlüssel. Echt? Nein! Ja. Die schon drin? Sind schon drin, ne? Scheiße. So, das Schlimme ist nämlich von oben kommen sie ebenfalls. Das Ding ist ja offen wie ein Scheunentor hier. Gesessen. Ah, nachladen, Mann, nachladen! So, im Arsch, im Arsch, im Arsch. Du hast jetzt kein... Doch, ein Messer hast du noch. Von hier kommen? Nee, von hier kann keiner kommen. Shit. Ist hier lang? Ist nirgendwo lang? Nachladen. Sieh zu, Jugendlich! Echt jetzt? Ah! Scheiße. Nicht schlecht, was? Danke. Ja, du bist voll der super Typ, Alter. Mann! Das gibt's doch nicht, Alter. Die aus dem Nichts kommen die angeschissen hier plötzlich. So, letzten 15 Schuss. Das wird ja lustig.
Oh, mehr Glück als Verstand gerade. Ist hinter mir, okay. Nehmen wir. Ah! Bin ich schon von oben? Nee, kommen sie noch nicht. Mach mal an. Überhaupt nicht stressig und da stehen sie alle schon draußen. Oh, jetzt kommst du mit Leitern. Ja, hier oben sieht es auch nicht besser aus. Und was ist... Oh Gott, ich verliere komplett gerade die Kontrolle hier. Kann ich hier raus? Nein, kann ich nicht raus. So, ganz kurz mal. Ah, okay, wie sieht's aus? Munitionstechnisch am Arsch. Könnte mich jetzt mit der Shotgun kurz mal freimachen, aber ich denke. Du hast noch ein paar Pistolen, wenn du die kannst. Das ist auch nicht mehr so gut. Wo ist denn jetzt? Mann! Alter! Ausrüsten! Er hat sie nicht ausgerüstet, Alter. Er hat sie nicht ausgerüstet. Aufregend. Das wird laut. Scheiße. Ran hier. Aber hier? Oh, ja, 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 oh, ja, 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 ja. Hab auf dich gewartet, Superheld! Oh, nein, Alter! Wer ist denn hier jetzt noch? Bin gerade etwas beschäftigt. Hey, bleib in deine Manieren! Wo ist denn der Typ? Ist der oben? Da ist er. Oh, shit. Das hat ihn mal einen Scheiß interessiert, Alter. Das sieht ja mal gar nicht interessiert. Ein Schuss noch, ey. Nein, Mann, ey. Warum denn? Er hätte doch so schön einen Sitz haben können. Perfektes Timing. Hilf mir hier mal. Ich soll dir mal kurz helfen. Ist doch nicht dein Ernst hier gerade. Ja, hier lang, schnell! Ah. Ah. Oh Mann! Alter, mehr Glück als Verstand. Nicht schlecht. Doch, Stiefel. Mehr Glück als Verstand. Oh Gott. Ich bin komplett... Ich hab nichts mehr. Kann mich mit nichts mehr verteidigen. Scharfschützmunition halt noch. Ashley. Was passiert mit mir? Ja, das kommt vom Rauchen. Ashley, ist das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten... Oh, Dankeschön, Dankeschön, die Liebe. ...verursacht von etwas namens... Plaga.
Okay. Ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Ja, er hat einen Plan. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum wir hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später. Capital Ending. Oh Mann.